Die letzten Monate haben gezeigt, dass Europa in Sachen Krisenbewältigung großen Nachholbedarf hat. In einer Zeit, in der es um Zusammenhalt und Zusammenarbeit geht, um die Gesundheit aller Europäerinnen und Europäer zu schützen, ist keine Woche ohne nationale Alleingänge vergangen. Solche egoistischen Alleingänge sind schon in normalen Zeiten nicht hilfreich, in Krisenzeiten sind sie brandgefährlich. Gleichzeitig muss sich auch die EU-Kommission die Frage gefallen lassen, ob sie schnell und entschlossen genug gehandelt hat, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Das alles müssen wir jetzt aufarbeiten, um zukünftige Krisen besser meistern oder sogar vermeiden zu können. Daher fordere ich einen Sonderausschuss im Europäischen Parlament. Dadurch werden alle aufgetretenen Probleme offengelegt und das gibt uns die Möglichkeit, die richtigen Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen.